würde. Ja. Ich habe einen Hard-Mode erstellt. Wenn stirbt, wenn man einmal getroffen wird. Das heißt, Nahkämpfer können das schon mal gar nicht spielen und es gibt auch keinen Teleport. Wurde komplett entfernt. Ich muss den ganzen Weg nochmal rennen. Nein, es ist Instant Death. Also wenn du in Akt 5 stirbst, musst du in Akt 1 wieder anfangen. Und dann alles nochmal hinlaufen. Ja, der Charakter wird automatisch gelöscht. Gehen die Pfeile aus. Ich gehe aber mal weiter. Na, ist wieder noch ein Katapult. Oh, ich habe gerade ein aktualisiertes Questlogbuch bekommen. Das heißt, irgendwo hier muss der Boss stehen. Auch lange genug gedauert, du. Fanatischer Sklav. Was? Na toll. Der ist vor mir explodiert, hat mich instant gekillt. Willst du mich verarschen? Schon wieder 10.000 Gold verloren. Alter, nein, okay, er tötet mich nicht instant, aber er macht verdammt viel. Okay, ich merke, wenn da irgendwo fanatischer Sklave ist, pass auf, der kommt auf dich zugelaufen und okay. Will Spaß mit dir und da kommt schon wieder einer. Hilfe, wo bleibt der Fernkämpfer? Brauch Dings noch. Weiß nicht, wo es hier Dings gibt, ach da. CDs, was? Was ist das für Dings? Dingsbums kennt man doch. Was ist das für ein Scheißdreck, das ist dann? Kennst du Dingsbums nicht? Pfeile? Nein. Ich kenn keine Pfeile, weißt du? Katapuliert zu töten war jetzt auch nur so bedingt klug. Ich glaube, ich nur noch mehr Gegner. Wohin schießen die überhaupt? Die treffen doch damit nie mehr was. So, jetzt habe ich Lust auf Ballerburg, wo ich Katapulte sehe. Okay. Kennst du das Spiel? Ich hab's. Das ist so ein altes Ding von früher, ne? Das heißt, ich weiß nicht, da gibt's ja. Wo du eine Burg hast und dann kommen ständig Soldaten angelaufen. Nee, also. In 2D-mäßig noch, ne? Nee, das, was ich meine, ist schon 3D. Ich glaube, es gibt auch irgendwie eine 2D-Variante, aber. Ich meine schon die 3D-Variante. Okay, die kenne ich nicht. Wo du lang. Wie war das, lange Hans bauen kannst? Ja, es hat lauter so sexuelle Anspielungen, die Waffennamen und. Das kann ich sehen. Ja, da gibt es halt 4 Kampagnen. Du musst so Bauernhäuser bauen, die geben dir Geld. Und die musst du auch irgendwie so beschützen. Und gleichzeitig musst du das gegnerische Schloss kaputt schießen. Mhm. Das ist relativ witzig. Vorsicht. Ach, der explodiert. Achso. Ja, er hat mich vorhin einer gekillt. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der explodiert. Und hat mich überrascht. Ich hing mal wieder an der Position. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das unter Wein lief. Ich bin überladen. Ja, richtig. Mir fällt gerade ein, ich habe es geschafft, die Auflösung bei Dings. Also inzwischen läuft auch alles bei Machines scheinbar. Ich konnte also auch die Auflösung ändern. Du kannst ja weiterspielen. Nein, ich glaube, das funktioniert nicht. Doch. Am besten nach Forsaken gleich. Ich wünschte, Act of War würde funktionieren. Das würde ich auch gerne mal beenden. Schenkt dir auch sehr, hey. Ist er doch. Alter, der peitscht ja voll luschihaft. Komm. Jetzt werden wir die Fesseln angelegt, dann zeige ich dir mal, wie er peitscht. Ah, hier geht's gerade irgendwie die Party ab. Ja, jetzt gehen wir erstmal weiter und gucken, ob der Teleporter da hinten ist. Jo. Muss ich irgendwann mal spielen, Ballerburg. Kannst du gleich aufnehmen. Nee, es funktioniert nicht richtig. Da gab es, glaube ich, irgendwelche Probleme mit der Auflösung. Ich weiß nicht. Muss ich mal gucken.
Oh, dann geht der Dreck noch. Hier oben ist irgendwas. Hm? Hier oben ist was Rotes irgendwie. Jetzt ja, schön. Ich kämpfe noch gegen Gegner, er macht schon wieder irgendwelchen Scheiß. Hier ist das Eis hochland und hier ist der Teleporter. Ich finde Soldaten im Eishochland. Welche Soldaten? Was ist denn das Rote da? Weiß ich auch nicht, das meinte ich ja vorhin. Achso, das ist nur Dekoration. Hier ist ein Teleporter, hast du gesagt? Oh, das ist vorne gleich. Gut, dann gehe ich mal zurück. Und wo soll ich hingehen? Larzuk. Ich komme auch gleich. In der Lade. Ihr seid ein größerer Krieger, als ich erwartet habe. Entschuldigt, dass wir euch unterschätzt haben. Als Zeichen meiner Anerkennung schmiede ich euch Sockelfassungen an einen Gegenstand eurer Wahl. Und von nun an mache ich euch bei all meinen Waren die günstigsten Preise. Oh, Sockelfassungen hinzufügen. Das hebe ich mir, glaube ich, noch auf. Das hebe ich mir, glaube ich, einfach mal noch auf. So, wo bis der Akt zu Ende ist und dann ist es vorbei. Was? Ich sag, bis der Akt zu Ende ist und dann geht's nicht mehr. Stimmt. Außerdem ist das Quest relevant, dass ich es sofort mache. Sagen die anderen jetzt auch irgendwas dazu? Guten Tag. Du schon mal nicht. Das war ein Zeug verkaufen. Den ganzen gelben und goldenen Bohr. Ring plus 1 Energie. Ja, wow. Leckt mich, ist das geil. Das sind so die ultimativen Items, die man einfach haben muss. Der Zug ist der hier, ne? Ja. Ja. Oh, ich habe 3 Ortruhen. Mal gucken, was ich bekomme. Und aus 3 Ortruhen mache ich eine Toolrune. Ich bin beeindruckt. Bin beeindruckt. So überhaupt nicht. Was lasse ich denn mal sockeln? Kann man alles sockeln? Ich weiß auch noch nicht so genau. Komm mal her, du. So, habe ich schon repariert lassen? Nein, gut. Ist irgendwas Neues, Gutes im Angebot? 10 bis 21, ja. Wenn nicht alles so scheiße wäre, wäre es ja geil, ne? Oh, haben wir Handschuhe vielleicht? Nein. Und du da sagst nein. So lasse ich jetzt. Ja, am besten mache ich es gleich, sonst vergesse ich es. Ich könnte in meine Waffe noch was reintun. Mit 50 zu Angriff. Oh. Kann man perfekt Amethysten noch weiter steigern? Das weiß ich nicht. Verdammt. Das geht auf jeden Fall sehr, sehr weit, ja. Okay, das schickt aber beleuchtet. Muss man online gucken. Weil dann würde ich sagen, ich stecke das mal so ein in meine Waffe rein mit plus 150 zu Angriffswert. Habe ich aktuell, aber wenn ich noch... Ich bräuchte noch... Irgendwann kriegst du sowieso bessere Sachen, dann... hast du auch wieder bessere Edelsteine. Und daher macht das ruhig jetzt. Ja, aber ich hätte gern noch einen marklosen Amethysten, dann könnte ich mir aus 3 perfekten Amethysten noch was Größeres machen. Ja gut, dann warte doch noch ein bisschen. Aber ich könnte die Sockelfallung schon mal hinzufügen, weil... Mein der Akt geht ja noch ein bisschen. Ich bin halt skeptisch, ob ich noch bessere Waffen finde. Und das kann man nur einmal machen, oder? Ja. Was?
Habt ihr jemals darüber... Ach. Nee, Glücksspiel mache ich jetzt nicht. Ich glaube, ich nehme meinen Bogen. Weißt du was, ich füge die Sockelfassung schon mal hinzu. Gesockelt 1. Das heißt, da kann ich jetzt 1 Sockel reinstecken. Ja, das geht nur ein. Natürlich bei einer gelben Waffe, damit sich das auch lohnt. Quest abgeschlossen, hey. Boah, ich brauche mehr Amethysten. Hast du noch Amethysten? Nee. Die habe ich nicht mehr. Scheiße. Ich möchte kotzen. In mein Mikrofon hinein. Ich bräuchte halt wirklich nur noch einen. Was hast du noch? Rubin? Rubin? Nee. Rubin habe ich dir alle gegeben. Dann könnte ich einen perfekten Rubin machen. Ich noch einen Rubin hätte. Sorry, nee. Habe ich dir alles gegeben. Ich brauche Amethysten. Lass es einen Amethysten ranmachen. Hallo. Nochmal zu Diablo. Nochmal zu dem Dingbong. Zu dem Schmied können wir nicht mehr. Das geht, nicht. Das geht nur einmal. Schade. Der hat eine Menge Zeug getroppt. Ja. Das war schon schön. Ja. Gut. Das ist gar kein Boss. Ich dachte, das wäre ein Boss. Ach doch, das ist ein Boss. Der ist extra schnell. Habe ich dann noch irgendwas, was Feuer nach mir wirft? Mach mich mal rein. Das stimmt. Es wäre jetzt schön, wenn dieser Boss noch was droppen würde, aber er droppt nur Tränke. Boss denn? Ach, dieser Veteran-Chemilie, der noch am Teleport rumkriecht, aber der hat nur Tränke gedroppt. Ja, vergiss es einfach. Apropos Tränke, ich könnte mir noch ein paar kaufen, bevor Schluss machen. Damit ich das nicht vergesse, so fürs nächste Mal. Oh. Die sind. Könnten ja Mephisto töten gehen. Ich glaube, der noch was Gutes. Mephisto, was? Wer? Lass uns mal Deckard Cain töten. Wen? Deckard Cain. Der sieht aus, als hätte echt epische Gegenstände dabei. Ja, der starb, ne? Ich weiß nicht. Bestimmt ein... So ein alten Mann hat auch eine ziemlich breite Robe, da könnte man eine Menge Zeug drunter versteckt haben. Ja. Ich würde sagen, wir schlachten jetzt erstmal die Stadt ab und dann... Wollte ich gar nicht. So, Kirke des Hasses, Level 2. Was? Ich würde sagen, wir machen jetzt noch schnell bis zum Weltsteinturm Level 2 und dann. Ist auch gut. Auf dem Teleporter zu kämpfen ist keine tolle Sache. Ich glaube, mir noch einen perfekten Amethysten. Vielleicht finden wir noch einen. Nee. Ich würde sagen, wir machen jetzt langsam mal Schluss hier. Nicht, kann ich euch helfen? Nicht mehr Fisto noch töten? Was willst du jetzt schon wieder töten, Hiss? Was laberst du? Müssen wir ja nicht.
Bin gerade im Kerker des Hasses. Hä, hey, was laberst du da, was? Hey? Du wolltest doch noch einen Edelstein finden. Wo bist denn du, was? In Akt 3. Hä? Hey? Ganz unten. Und weiter, was willst du da? Da ist niemand mehr. Doch, Mephisto. Könnten wir nochmal töten. Hä, hey, ist der nochmal da oder was? Ja, er ist immer wieder da. Was? Warum? Weil die Endbosse immer wieder da sind. Wenn du einen neuen Raum machst. Echt jetzt? Ja. Verarscht mich. Wenn du einen neuen Raum machen, dann wäre Diablo wieder da. Moment. Nee, der Boss hat es ja nicht getroppt beim Seelenschmied. Der hat ja. Das war die Zerstörung von dem Ding. Das hat es ja. Und wo ist der jetzt, bitteschön? Ja, ja, wir bräuchten einen Seelenstein. Vielleicht kriegen wir einen Seelenstein dann wieder. Von dem Typen. Nee. Das weiß ich aber nicht, ob das so geht. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Das glaube ich eher nicht. Ja, toll, das ist ja voll für den Arsch. Ja, es wird auch nicht gehen, aber der Boss wird trotzdem da sein. Toll, was soll ich mit dem Boss? Der hat auch nichts getroppt. Guck mal, da ist doch schon was. Ja, was ist ein Saphir? Im Blauen. Ich meine, die habe ich auch, aber ich sammle ja prinzipiell alle, aber... die Bosse wieder da. Was ist denn das für ein Unsinn? Dann hat unser Zeug ja gar kein... nur Level 3 finden und dann, da war er doch schon, glaube ich. Dann hat unsere Sache ja gar keinen Sinn. Das ist ja alles völlig nutzlos. Die kommen ja sofort wieder. Wir können aufgeben, okay. Ja. Ey, Amethyst, gib mir den. Ja. Gib ihn mir oder ich hole ihn mir. Der ist fehlerhaft, gib mir einen besseren. Wo ist jetzt dieser Mephisto? War der nicht hier? Im Level 3 ist der. So. Stimmt. Wir müssen uns mal Level 3 finden. Das sieht auch aus wie ein Loch, das man runtersteigen kann. Oh Gott. Komm ich denn da rein? Ach da. Pff. Einmal drum rumgelaufen, bis ich gemerkt habe, dass die Treppe direkt vor mir war. Ja gut. Also die machen nicht so viel Schaden mit ihrem Feuer. Wow, man könnte fast meinen, das wäre hier Akt 3. Oh, das ist ein Boss, der rein schimmelt immer die Gegner Boss. Ein Champignon. Ich habe mir Champignon-Bug jetzt gekauft. Wollte ich jetzt einfach mal so einwerfen, weil... Jo, die kannst du ja noch im Ofen hauen nachher. Nein, ich mache die in der Pfanne, weil ich keinen Ofen habe. Das meine ich ernst. Schmecken die denn überhaupt? Warum sollen die nicht schmecken? Ja. Weiß ich nicht. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil man die drehen muss und wenn man das falsch macht und mit dem Schieber richtig drunter geht, dann hat man alles am Schieber hängen, kriegt das nie wieder ordentlich aufs Brötchen. Aufs Brötchen. Auf den Teig, also auf das Baguette. Dann hat man ein Baguette, wo irgendwie auf einer Stelle extrem viel ist, wo man es wieder drauf versucht hat, drauf zu knallen. Und eins, wo halt irgendwie so gut wie gar nichts ist. Aber sonst geht das, wenn man da ein bisschen aufpasst, dann... Ja, du hast da schon Übung drin. Ja, ich habe halt keinen Ofen. Ich mache auch Pizza in der Pfanne. Also Tiefkühlpizza. Pizza. Machst du auch Entenbraten in der Pfanne? Was? Eine Entenbraten? Sei nicht albern. Ich brate doch keine Ente, hallo? Nee? Nee, bitte. Die quaken ja. Ich darf hier gar keine Tiere halten in dem Zimmer. Soll ich denn eine lebende Ente außer dem Hirn nehmen? Weißt du, was kostet? 5 Euro oder was? Oder eine lebende Ente? 5 Euro? Hm. Eine tote. Ja, eine tote, hallo. Schmeckt doch nicht. Es muss frisch sein. Frisch aus dem Teich geerntet. Habt ihr keinen Teich bei euch? Ja, irgendwo schon bestimmt, aber... Halt, dass wir in der Stadt wohnen.